Ja, das Spiel schenkt einem gar nichts. So, gehen wir da rein. Genau, jetzt kommt ein sehr schöner Part. Ich erzähle es mal. Um jenes Skelett wegzubekommen, muss man auf diesen Schalter springen. Dadurch fängt die grüne Figur sich an zu bewegen. Man muss hier immer schnell genug reingehen, um die Figur zwar hinzubekommen. Und dann durch den anderen Schalter wird die Figur aktiviert und man muss hier schnell genug wieder auch reingehen, um die da drauf zu bekommen, um das Skelett da wegzukriegen. Das wird ein Spaß. Er springt so ein bisschen rum. Ja, das können wir schon vergessen. Lieber die Treppe hoch oder da raus? Ich hoffe, man kann hier raus und wieder reingehen. Ich weiß gar nicht, ob das nötig war, aber... Ja, das ist nicht einfach. Ein Grund mehr, es zu zeigen. Nein. Mit nein meinte ich das zurückgehen. Warum? Er bleibt mit mir einfach immer hakelig stehen. Tolle Steuerung. Ja, ich bin ja schon genug drüber beschwert. Aber was wäre so ein Spiel ohne eine hakelige Steuerung? Was gibt's denn hier? Blöcke, die runterfallen und eine andere Tür. Ja, da können wir irgendwann anderes nochmal gucken, wenn wir hier überhaupt nochmal hinkommen. Dann könnte sich vermutlich auch einfach da runterstürzen und dann freuen. Nee. Das war zu voreilig von mir. Ja, das ist auch so eine schöne Sache, die ewig dauern kann. Ah, gut. Nee, los. Geh. Nein, du dummes, elendes Drecksding! Ich lass den allen Hass der Welt auf! Ja. Gut gemacht! Mein awesome Pro-Skills in Landstalker. In isometrischer, gesteuerten Dingern. Spring, spring! Ja, wir sind der Meister der Welt. Wir haben das wohl schlimmste, das subjektiv für mich schlimmste Rätsel damit oder Aufgabe, Geschicklichkeit, irgendwas geschafft. Und hier fallen lustige Steine runter. Ich glaube, die Tafel kann man lesen, dann tun wir das auch mal. Nach langem Schlaf kehre ich zu dieser Welt zurück. Wie lobenswert von dir, hierher zu kommen. Aber dies ist das Ende deiner Reise. Hier ist ein Schalter. Einfach mal drauf. Passiert irgendwas hier? Nein. Können wir ihn mitnehmen? Nein. So, ich meine... Durch die Aktivierung des Schalters müssten wir... Nein, hier jetzt runterfallen können ohne... Genau. Und da drauf. Voll auf der Omme bekommen das Ding. So war das nicht geplant. Ja. Nochmal das Ganze hier. Oh. Quälerei. Oh nee, jetzt wird es. Ah, gut, die Tür war ja nicht, die dicht ist. Ich habe gedacht, die Tür ist jetzt dicht und ich muss nochmal im Kreis laufen. So, ich weiß, die eine Echse da oben reicht. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich erzählen soll. Ich könnte euch erzählen, dass ich mich dazu durchgerungen habe, mir eine neue Tastatur zu kaufen. Allerdings wisst ihr überhaupt nicht, dass ich im Moment gar nicht eine anständige Tastatur benutze, weil ich die schon seit über 3 oder 4 Monaten benutze, weil meine andere gute schon so lange kaputt ist und ich, was sollte das denn jetzt? Ganz toll, ganz toll. Ja, jetzt geht das auch noch zu. Wenn es schief geht, dann komplett. Los, lauf. Lauf, dass dir die Beine abfallen. Und das wieder. Ja, auf jeden Fall habe ich mich durchgerungen, mir eine neue Tastatur zu kaufen. Ich benutze so ein Gaming-Tastatur-Schnickschnack. Das kann mir gestohlen bleiben. Ich hab mir lieber was Anständiges gekauft. Vor allem ohne Folienkontakte. Wenn ihr eine Tastatur kauft, kauft bloß eine ohne Folienkontakte. Es gibt nichts, was so bescheuert ist wie Folienkontakte. Die Tastaturen oxidieren einen nur so weg.
Und das haben wir ja perfekt nicht. Hey, wir können über die Kugel. Ich probiere es einfach auf der anderen Seite direkt statt auf dem Schalter. Also ich müsste hier auf ihn drauf springen, mitgehen und ein bisschen weiter vorne noch. Hahaha, ich bin der Meister. Au. So viel dazu. Da habe ich mich doch selbst übertroffen. Das Geld ist bestimmt nicht mehr da. Ah, doch. Das machen wir nicht nochmal, wir kommen jetzt einfach direkt in den Raum. Und wir haben da irgendwie so einen Schalter gedrückt. Wir gehen einfach mal hier zum Ende. Genau. Ich weiß nicht mal, ob man den Schalter betätigen musste. Ich weiß nicht mehr, wozu ich das gemacht habe, das war bestimmt wichtig. Ja, man tritt auf den Schalter, jetzt erscheint irgendwo anders. Einfach mal so ein Schalter, damit man hier möglichst auch durchgehen muss und hoffentlich so ein Ding auf den Kopf bekommt, weil das tut einem ja so gut. Das regt garantiert ungemein das Denkvermögen an, so eine riesige Stahlkugel auf den Kopf gedonnert zu bekommen. Aber man will sich ja nicht beschweren. Tue ich ja nur schon die ganze Zeit. Au. Ja, wirklich Schaden macht sie auch nicht. Obwohl sie einen den ganzen Kopf zerbersten lassen dürfte. Genau, hier sind wir richtig, glaube ich. Hummer sei denen, die des Königs Schatz begehren. Verflucht seien die, die seinen Schlaf stören. Springen wir jetzt mal gerade runter. Ja, natürlich landen wir perfekt auf den Schalter. Hier sind so nette Bilder an der Wand, die uns so total freundlich angucken. So in Rot und Blau und Grün und Gelb und keine Ahnung was alles. Und hier erscheint so ein lustiges Dingens. Da fallen wir doch einfach mal drauf. Hier auf diese Plattform, die dann einfach runterfällt. Auf die nächste Plattform, die einfach runterfällt. Und auf noch eine Plattform, die einfach runterfällt. Und hier geht jetzt so eine Tür auf. Und damit sind wir im Prinzip schon fast am Ende. Weil jetzt geht es nur noch darum, gegen... Wir können mal eins von unseren romulanischen Ales trinken. Weil wir eh gerade so niedrig waren. Hier ist auch noch so eine Tür auf. Ja, jetzt kommen noch mal die drei Endwächter vor der Schatzkammer. Wenn man so möchte. Und das ist ein goldener von denen wir schon kennen. Den wir schon in Silber kennen. Wir einfach so? Ah nein, er wird leider immer weiter zurückgestoßen. Wir haben ihn, glaube ich, auch noch nie angreifen gesehen, weil er irgendwie bis jetzt noch nie dazu gekommen ist. Er hat eigentlich so einen großen Hammer, mit dem er auf uns draufhaut. Damit macht er auch den Boden so lustig wackelnd. Oh Mann, jetzt stirbt doch endlich mal hier. Ja, er gibt auch 100 Gold, obwohl wir gar keine 100 Gold mehr brauchen. So. Und jetzt kommt noch mal ein schöner... Ja, lasst euch überraschen. Pink Rock'n'Roll Man mit grüner Haut. Aber leider ohne coole Bosskampfmusik wie das letzte Mal. Dafür die schöne Allgemein-Dungeon-Musik. Können wir einfach so machen? Oh, wie unfair. Er stimmt einfach auf einen zu. Naja, wäre auch ein bisschen zu einfach. Er macht dabei einen Mörderschaden. Oh, kaputt gegangen. Moment. Was ist da unten? Was ist das? Ich will das haben. Ach, Lug und Betrug. Das ist noch was. Also sind wahrscheinlich nur irgendwelche lustigen Dinge, die irgendjemand dahin platziert hat. Wer weiß, wer weiß. Ja, jetzt müssten... Ach so, das waren schon die beiden Wächter. Ja. Ich denke... Bevor wir jetzt in den Teleporter gehen... Stellen wir uns einfach mal eben nochmal hin und genießen die Musik, während ich nicht rede. Ja, das reicht auch schon. Wir werden uns jetzt ganz langsam Richtung Schatz bewegen. So, hier haben wir jetzt das große Tor, was wir mit Golas Gegenständen öffnen müssen. Die drei Dinge fangen plötzlich an, hell zu leuchten. Golas Zahn, Golas Horn und Golas Horn. Ne, Golas Zahn, Golas Horn und Golas Kralle oder so. Und hier ist jetzt eine Kammer voll mit Gold und einem rosanen Dingens. Nicht mehr hören! Raus!
Sie gehören mir! Der Schatz ist mein! Ja, er teleportiert sich immer rum und möchte gerne von uns verprügelt werden. Und er kann so lustige Dinger schießen, die ihn, glaube ich, fast instant töten. Er hat quasi eine Instant Death Axt. Er ist quasi der Spiked Wall Boss von Mega Man. Ja, zumindest tötet er einen, wenn man nur die halbe Lebensenergie fast mit einem Schlag. Ich könnte jetzt auch mal eine Statue der Gaia benutzen, aber irgendwie... das wäre langweilig. Oder ich könnte eine goldene Statue benutzen, aber das wäre auch langweilig.